41138 Wien, Hamburg, Waltershof, Teil 1 um 23.45 Uhr. Fahren Sie Teil 1 dieses Intermodalzuges von Würzburg nach Fulda. Unsere Lokomotive ist heute die Baureihe 185.2 von der Deutschen Bahn. 985,3 Tonnen schwer, 35 Wagen haben wir angehangen und lang ist unser Zug 518,3 Meter. So, wir sollen heute von Würzburg nach Fulda fahren, von Würzburger Hauptbahnhof nach dem Fulda Güterbahnhof. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Güterzug-Szenario im Train Sim World 3 und würde sagen, ich beginne einfach mal. So, warten Sie einen Moment, das werden wir tun. Währenddessen können wir vielleicht schon mal die Zugsicherungssysteme einschalten. Ich wüsste wie, wann, wo. Muss glaube ich hier kurz den... was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier überhaupt für Schalter jetzt? Schauen wir mal. Spitzensignale. Parkbremse. Stromabnehmer. Elektrische Bremse. Da. PZB ein. Liefer ein. Liefer ein. PZB ein. Jetzt eingeschaltet? Ja. Alles ein. Sehr schön. Das sieht gut aus. Dann können wir uns wieder auf unseren Platz setzen. Und dann tun wir das, was uns angezeigt wird. Einen Moment warten, bis dieser Zug sich hier verdünnisiert hat. Wir können aber währenddessen schon mal den Hauptinstrumentenbeleuchtung ist ein. Bienenlichter. So. Sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Das ist hier unser Zug. Ein wunderschöner, guter Zug. Vorne dran unsere 185.2 von der DB. 185.291-2. Leider jetzt ein wenig dunkel hier an dieser Stelle, aber machen wir mal ein Foto. So. Ich hoffe, dass das jetzt hier gleich mal vorangeht. Ihr seht's, da sind unsere Wagen. Ist auch ganz schön was los, ordentlich S-Bahn-Verkehr hätte ich fast gesagt. Ihr seht's, jede Menge. 1, 2, 3, die ja alle noch auf Abfahrt warten, genauso wie wir. Und wird es mal wieder im Führerstand hopsen, weil wird es mit Sicherheit gleich losgehen hier. So, wir sollen nach Rohrbach fahren. Das heißt, wir werden ja erstmal den Führerstand, den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Wir werden, was haben wir denn noch zu tun? Die AFB, hat der überhaupt eine AFB, ist die Frage. Die hat er doch garantiert, oder? Ach, jetzt sag nicht, ich muss sie hier erst wieder hier irgendwo suchen. Was ist das denn? PZB Modus U, das lassen wir mal. Scheibenwischer aus. Ja, ich will die Dings haben. Wie heißt es gleich noch? Da ist die AFB, die habe ich gesucht. Im Schalter Farbpult, das machen wir. Farbpultbelichtung ein, so. AFB. Die haben wir auch eingeschaltet. Kontakt. Na, das lassen wir mal. So, dann werden wir mal uns hier. AFB. Zack. Und Bremsen sind gelöst. Dann geht's los. Oder nicht? Was stimmt jetzt nicht? Ah, also geht doch. Ich wollte gerade sagen.
Das müssen wir doch mit Sicherheit erstmal quittieren hier. Das werden wir erstmal tun. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Befreiung möglich. Zugbeeinflussung. So, gut, dann wollen wir nämlich auch schneller fahren. Jetzt sind wir nämlich aus der Beeinflussung, haben wir uns befreit. Sehr schön. Ein bisschen ausschalten hier. Kommen wir nicht voran hier. Ihr seht ihr, wir haben auch ein ganz schönes Gewicht hinten dran. Ist der überhaupt mal aus der Puschen kommt hier? Wir werden natürlich die ganze Fahrt über unter PZB einfach stehen, weil dieser Zug gar keine LZB besitzt. Von daher ne, ist natürlich wieder ordentlich Signalkunde gefragt. So, in 30 Metern dürfen wir dann 250 fahren. Das werden wir mit diesem Zug nicht erreichen. Das ist natürlich klar. Ja, eine Höchstgeschwindigkeit von 140. Diese Lokomotive hier. Mit einem Güterzug darf man, glaube ich, sowieso nicht schneller als 100 fahren. Ich meine, das hätte ich mal irgendwo gelesen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Mein Gott, hat der zu ziehen, das ist ja Wahnsinn. Ist ja ein Gewicht, das gibt's ja gar nicht. Siefer. Wahnsinn! Wunderschön. Wunderschön. Da seht ihr es auch noch. Rail on. Ich habe es gerade ein bisschen gelesen im Dunkeln. Da seht ihr es jetzt wieder. Ja. DB Rail on. So, so langsam kommen wir aber dann doch auf Geschwindigkeit. 20 km haben wir immerhin schon erreicht. Wahnsinn. Also ihr seht's, ne, was für ein Gewicht wir da dran haben. Ihr habt es ja vorhin in der Szenario-Beschreibung gelesen. Und das dauert dann natürlich ein wenig, bis wir hier auf Geschwindigkeit sind. Das zieht sich nicht von alleine, beziehungsweise mal ebenso. Das dauert halt. So, eigentlich könnten wir jetzt aber auch hier die Feldstellen weilen. Es ist doch ziemlich duster. So. Also, geht doch. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. So, sie fahren natürlich. Ja, so langsam kommen die PS dann doch zum Tragen. Jetzt geht es immer schneller voran. Um 0.07 Uhr sollen wir in Rohrbach sein. Gleis 804. Da bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt schaffen. Mit der Geschwindigkeit auf jeden Fall nicht. So, ich dürfen nur die AFB schon ein bisschen höher stellen hier. Bevor wir überhaupt auf die Geschwindigkeit gekommen sind. So, 100. Bin gespannt, ob wir da überhaupt ankommen. 50 haben wir immerhin schon. Ich glaube, so kann man am besten sehen, wie lang der Zug überhaupt ist. Was wir hier so hinter uns herziehen.
So. Das ist eine ziemliche Länge. Und Gewicht haben die auch noch. Also da kann man schon verstehen, warum das so dauert, bis wir überhaupt auf Geschwindigkeit sind. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Der zweite Teil folgt dann in einem anderen Szenario. Es ist ein Fahrplan-Szenario mit dieser BR-185.2. So, grüne Welle im Moment, sehr, sehr schön. Gut 30 Meter, so können wir 230 fahren, aber wie gesagt, dazu ist erstens die Lokomotive gar nicht in der Lage, bautechnisch schon überhaupt nicht, und zweitens dürfen wir das auch gar nicht. Sondern die Güterzüge sind aus gutem Grund auf 100 km/h gedrosselt, beziehungsweise beschränkt von der Geschwindigkeit her. Die könnten mehr als 100, klar, logisch, aber sie dürfen es nicht. Warum das genauso ist, wahrscheinlich wegen Gefahrgut und so weiter, oder weil sie es einfach nicht dürfen, weil sie erstens länger sind als Personenzüge teilweise und größeres Gewicht haben und da kommen einige Faktoren zusammen. Und ja, deswegen ist das so. So, haben wir hier gelb? Nein, sah so aus. So, jetzt haben wir ein bisschen Gefälle, das heißt, wir kommen ein bisschen schneller auf Geschwindigkeit. Darf ich jetzt schneller als 100 fahren, ist die Frage. Ich glaube nicht. Laut realem Regelwerk ist das so, dass wir nicht schneller als 100 km/h fahren dürfen. Ist jetzt die Frage, ob es im Spiel darf oder nicht. Würde mich jetzt interessieren. Ich werde jetzt mal kurz recherchieren, wie schnell darf ein Güterzug fahren. Weil da bin ich jetzt echt im Zwiespalt. Ah ja, Güterzüge können je nach Länge und Gewicht bis zu 120 km pro Stunde fahren. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt jedoch zwischen 90 und 110 km/h pro Stunde. Also ich darf 120 fahren, je nach Gewicht und Länge. Gut, dann werden wir das mal machen. Dann werden wir einfach 120 km/h fahren, so wie es hier angegeben ist. Wenn das Reglement, hätte ich fast gesagt, so erlaubt, dann machen wir das auch. Oh Gott. Ja. Um Himmels Willen. Nicht, dass wir jetzt noch eine Zwangse kassieren, weil es verdammt wieder losfahren. Das muss nicht sein. So, dieser Tunnel hier ist auch irgendwie ewig. 3 Tage lang. Wahnsinn. Sifa, um Gottes Willen. Sifa.
So, 15 Kilometer noch. 10 Minuten. Naja, sollten wir eigentlich schaffen. Sollten wir eigentlich schaffen. Sifa. So. Ich glaube, die 120 erreichen wir gar nicht. So. Was ist jetzt? Ich habe doch Sifa gedrückt. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Sorry, ist einfach so. Habe ich einmal nicht hingeguckt. Und jetzt los. Ein paar Zwangsbremsen sind jetzt weg. Ach, warum bleiben wir denn jetzt stehen? Müssen wir denn unbedingt stehen bleiben? Ja, komm. Zugbeeinflussung. Was ist denn jetzt los hier? Bremsen sind doch gelöst, warum fährst du nicht? Also bitte. Also manchmal verstehe ich das System nicht. Warum ist denn jetzt die Führerstandsbeleuchtung aus? Manchmal ein komisches Spiel. Erst hatten wir eine Zwangse, wo keiner weiß warum. Dann war die Zwangse auf einmal wieder weg, weil normalerweise bleibt die bestehen, bis der Zug steht. Der Zug hat trotzdem gebremst. Dann konnte ich erst eine Zeit lang nicht losfahren. Was ist denn hier überhaupt los jetzt? Dann geht das Kabinenlicht aus. Ich habe das mal bei Felix der Weise gesehen. Übrigens auch ein sehr bekannter YouTuber. Er hat die Kabinenbeleuchtung eingeschaltet. Und ist dann. Ja, da ist der Zug entgleist. Da war das Spiel vorbei für ihn. War ein sehr schönes Schauspiel. Müsst ihr mal reinschauen bei ihm. In seinem ersten Güterzug-Szenario hier auf diesem. In diesem Train Sim World 3 Spiel. Wie er da die Kabinenlichter einschaltet und dann. Ja.
fliegt er buchstäblich aus dem Spiel. Das war wirklich ja, ein Fall für sich. Aber natürlich. So. Das mal sehen, ob wir überhaupt wieder aufgenommen. Müssen wir mal sehen, dass wir. Meine Güte, ganz langsam. Heute habe ich es echt. Müssen wir mal sehen, dass wir hier wieder auf Geschwindigkeit kommen. Herrgott nochmal, wenn es einmal so weit ist, ne? Ach, es ist echt. Naja, ob wir jetzt noch 0:07 einhalten können, ist fraglich. Nach der kleinen Einlage, die ich da gerade hingelegt habe. Aber ja, das ist eigentlich unser Plan jetzt hier noch. Aha, Rohrbach, ja gut. Sifa. So, 10 Kilometer haben wir noch zu absolvieren. Bin gespannt, ob wir das jetzt irgendwie halbwegs hier zwangsfrei hinbekommen. Und ob wir überhaupt nochmal auf die Geschwindigkeit kommen. Der braucht ja alleine 5 Kilometer, bis er überhaupt mal auf 100 ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Mein Gott. Ich könnte es noch ein bisschen weiter ausschalten, aber ob das wirklich was bringt, ist die andere Frage. Ja gut, es geht jetzt ja auch ein bisschen steil bergauf, 1,3%, von daher darf man sich da nicht wundern. So, hinein in die dunkle Nacht. So, und im zweiten Teil geht es dann von Rohrbach weiter bis zum Endpunkt dieser Reise. Aber wie gesagt, das kommt dann im zweiten Teil. Also die Steigung ist hier doch schon brutal, 1,3%. Das ist natürlich schwer für die Lokomotive hier überhaupt auf Geschwindigkeit zu kommen, weil ja, bei dem Gewicht, was da hinten dran hängt.
SIFA. SIFA. Oh Gott. Ja, ich habe da nur was nachgeguckt und du meckerst direkt. So, 6,6 haben wir noch. 6,6. So, ist wieder einer dieser Endlos-Tunnel hier. Und die Steigung nimmt kein Ende. So, eine kleine Unterbrechung musste sein. Ich habe einen wichtigen Anruf erhalten. Aber nichtsdestotrotz machen wir hier genau da weiter. So. Übrigens, wir sind jetzt schon leicht über der Zeit drüber weg. Aber das ist dann halt so. Ich glaube, ein Güterzug kann sich das wohl mal erlauben. Auf jeden Fall eher erlauben als ein Personenzug. Von daher, ja, ist das halt so. Übrigens gerade nochmal nachgeschaut, 985, irgendwas Tonnen sind wir schwer und ja, da könnt ihr euch selber ausrechnen, was wir hier durch die Gegend ziehen. Und da kann das ruhig mal ein bisschen länger dauern, bis wir auf Geschwindigkeit sind, gerade wenn dann auch so eine brutal starke Steigung dazu kommt. So, jetzt kommen wir so langsam aber sicher doch auf Geschwindigkeit. Jetzt ist es auch nicht mehr so weit. 4,8 Kilometer sind wir endlich da. Ich denke mal, dass es wohl 0.15 Uhr werden wird. Aber dann ist dem halt so, die Zwangs hat uns doch ganz schön Zeit gekostet und dann noch das Anfahren und Beschleunigen, die Steigung und ja, sowas dauert halt. So, ich freue mich wirklich tierisch auf Berlin. Es wird eine mega episch geile Reise. In der Bundeshauptstadt zu spotten, das hat was, finde ich. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt muss ich nämlich hier ein bisschen auf der Hut sein. Quittieren, bis der Arzt kommt. Zugbeeinflussung. Und wir sind jetzt ganz schnell auf die Geschwindigkeit kommen. Ich hab's gewusst! Ich war noch dabei am Bremsen. Mein Gott, ich wollte doch bremsen. Ich hab's gewusst, aber naja, jetzt ist doch schon wieder egal. Zwangsbremsung. Vielleicht kommen wir doch nicht zu einer Zwangsbremsung. Kommt uns der nächste entgegen? Warte mal, bevor wir jetzt wieder komplett stehen bleiben. Nein! Ja! Ich will nicht stehen bleiben! Ach Mann, oh!
nicht stehen bleiben. Ach man. Mann, jetzt wird's vielleicht sogar 0:20. Ich wusste, ich musste bremsen. Ich wusste, ich musste runter auf die Überwachungsgeschwindigkeit 100. Ich wusste es. Ich war doch dabei. Ich habe quittiert und dann wollte ich sofort bremsen, aber... Ja, ihr habt es gesehen. Die PZB hat leider sofort reagiert. Ach, egal. Jetzt können wir auch runter auf 100 gehen. Ach, da kommen wir aber leicht zu verspätet an hier. In Rohrbach. Zwei Zwangsen, es gibt's doch nicht. In 10 Minuten Spiel. Oder Viertelstunde, mein Gott. Es ist wirklich zum Mäusekotzen. Es ist so. So, jetzt heißt es aber wieder quittieren. Erstmal sie verdrücken. Nee, oder? Ich quittiere einfach. Zugbeeinflussung. So, 1,8 Kilometer haben wir rot. Aber so lange fahren wir ja gar nicht mehr. Ach Gott, der Anhaltepunkt ist direkt vorm roten Signal. Oh nein! Das hasse ich. Das sind 100 Meter. Das ist ja wohl abartig. Da brauchen wir gar nicht mehr groß aufschalten. So, hier auf jeden Fall quittieren. Zugbeeinflussung. 1000 Hertz. Verlangsamung auf 55. Ja! Ach, wir sind ja schon langsam, ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. Verlangsamen auf 55, das haben wir ja. Bleiben wir mal ein bisschen hier. Will ich sofort stehen bleiben? 55, da sind wir ja weit drunter, weit drunter. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh, was ist denn jetzt los? Stress gerade, Stress. So, SIFA. Jetzt beginnt der Stress hier, kurz vor Ziel. Wahnsinn. So. 1000 Hertz Beeinflussung. Wir sind auf unter 55. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Mit der AFB runtergehen hier. 40. Nee. So. Da vorne ist der Zielpunkt. Ihr seht. So, SIFA auf jeden Fall drücken. Befreiung nicht möglich. Das ist mir schon klar. Wollen wir auch gar nicht. Dann bleiben wir einfach so auf unter 40. Da kann auch nichts passieren. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung, 0 km/h. Ja, auf jeden Fall mal den Fahrschalter auf 0. Und dann werden wir gleich mal in die Bremse hauen. SIFA auf jeden Fall noch. Da kommen jetzt nicht stehen bleiben. Kurz vor Ende. So ein bisschen Unterstützung müssen wir noch geben, sonst bleiben wir gleich stehen. SIFA. 500 Hertz, bleiben Sie unter 0,0. Aber wenn ich jetzt unter 0,0 bleibe, dann bleibe ich stehen, du Vollhorst. Das kann ja wohl nicht sein.
Komm, noch 100 Meter. Willst du ja wohl schaffen. Gibt's auch noch Backup. Leck mich doch am Arsch. Ich hasse das, wenn das rote Signal direkt dahinter ist. Ich hasse es. Das ist wirklich nicht mein Ding hier. Egal, wenn ich 10 Meter davor halte. Hauptsache, ich fahre nicht drüber. Anhalten, anhalten, anhalten. Oh, leck mich am Arsch. Warten Sie bis 0.07 Uhr. Ja, ich denke, das haben wir geschafft. Kriegen wir Gold? Ja, werden wohl Gold erhalten haben, so wie ich das da sehe. Eine Gesamtpunktzahl von 2330 AP. Ja, das war ein wenig actiongeladen. Ein bisschen Stress zuletzt. Aber ja, wir haben es einigermaßen geschafft. Wir sind in Rohrbach angekommen. Wie gesagt, das war der erste Teil. Der zweite Teil folgt. Bis dahin wünsche ich euch noch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Wäre schön, wenn ihr wieder da am Start seid. Ich wünsche euch was. Bleibt sauber, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss, euer der Danny Spieters. Macht's gut, haut rein, bye bye.